So, weiter geht's. Hier hoch. Da lang. Dieser Schalter scheint die Pumpen zu aktivieren, aber mehr auch nicht. Okay. Gut, also dieses System funktionierte nicht. Das heißt, wir stellen das Ding einmal um. Und zwar so. Wobei, ich habe da eine Idee. Oder auch nicht. Nee, hätte ja klappen können. Ich habe gedacht, mit den Steinen kann man hier über das Wasser hier so eine Brücke bauen, aber nee. Die wollten nicht. Na also, klingt wie eine funktionierende Pumpenanlage. Das könnte eine ziemlich nasse Angelegenheit werden, wenn ich den Transmitter dahin benutze. Es gibt mit Sicherheit einen trockeneren Weg, um da hinunterzukommen. Check. Jetzt habe ich verstanden, die Pumpen regeln hier das Wasser. Das heißt, wenn ich jetzt... warte mal. So. Wenn das hier hoch genug wäre, müsste ich die Platten da eventuell hinlegen können. Na also, klingt wie eine funktionierende Pumpenanlage. So. Das könnte eine ziemlich nasse Angelegenheit werden, wenn ich den Transmitter dahin benutze. Es gibt mit Sicherheit einen trockeneren Weg, um da hinunterzukommen. Hä? Ich bin jetzt irgendwie überfordert. Mal wieder. Ist das falsche Rad bewegt? Sehr viele Kombinationsmöglichkeiten hat man hier jetzt aber auch nicht, ne? Scheint egal zu sein, wie ich die Pumpendinger hier stelle. Irgendwie überflutet er das immer komplett. Aber was tut es denn dann? Na also, klingt wie eine funktionierende Pumpenanlage. Nee, jetzt ist hier kein Wasser. Jetzt kann ich hier runter. Aber das Wasser ist jetzt hier unten auch nicht hoch genug. So war es standardgemäß.
Was ist denn dann aus? Wir rennen jetzt hier die ganze Zeit, sie weiß, das ist total langweilig gerade, aber irgendeinen Sinn muss es ja haben, dass ich hier die Kamera unter Wasser setzen kann. Diese Türen lassen sich, diese Türen Maul. Lassen sich öffnen, aber leider nicht von Hand. So. Wir setzen jetzt mal das Ding unter Wasser. Ich dachte, irgendeinen Sinn muss es hier haben, dass man das machen kann. Dahin. Ihn holen wir auch mal aus dem nassen Zeug da unten raus. Noch. Die Fernbedienung ist schon wieder im Eimer. Und dabei sage ich immer zu Bulli, er soll nicht diese Billigprodukte aus der Eiszeit kaufen. Das hat man jetzt davon. Hm? Auch das noch. Die Fernbedienung ist schon wieder im Eimer. Und dabei sage ich immer zu Bulli, er soll nicht diese Billigprodukte aus der Eiszeit kaufen. Das hat man jetzt davon. Okay. Na also, klingt die eine funktionierende Pumpenanlage. Wenn nur alles im Leben so einfach wäre. So. Ja, mit der Pumpenanlage im Untergeschoss habe ich den gewaltigen Raum, in dem der Roboter steht, mit Wasser geflutet. In seiner Brust befindet sich eine Öffnung in... in die Sopranlinse zu passen scheint. Aber wenn ich da dran will, brauche ich eine Brücke oder einen Steg. Nee. Gecheckt. Mist. Wie war denn das? Geht doch. Sieht so aus, als könnte man dort etwas anschließen oder einsetzen. Und wenn ich mich nicht täusche, hat das genau die Form der Sopranlinse. So, wir können jetzt hier, glaube ich, drüber wackeln, oder? Hä? Warte mal. Rot, gelb, grün, cyan, blau, violett. Okay, okay. Also nochmal. Ich glaube, ich habe es gecheckt. So. Nee. Nee.
Das so und dann. Nee. So, aber wie komme ich jetzt von dem da wieder da dran? Nee. Nein, das dahin, das dahin. So. Scheiße, das passt doch nicht. Das passt doch alles nicht hier, verdammt. Ich hab's kaputt gemacht. Jetzt passt das wieder nicht. Verdammt! Fangen wir von vorne an. So. Die rote muss zuerst da runter. Das passt wieder nicht. So. Das ist doch ein Eimer. So. Sag mal. So Puzzle hasse ich ja, ne? Das habe ich ja, bin ich ja gar nicht für.
Nö. Ne, für so Puzzle bin ich gar nicht zu haben, ehrlich gesagt. Ich drehe das Ding hier so lange im Kreis, bis ich da angekommen bin, wo ich hin will, ihr Pissbirnen. Mein Gott, wer lässt sich denn so ein blödes Puzzle einfallen? Nein, geschafft. Na also, das ging ja spielend einfach. Was kommt jetzt? Einfach mal irgendwas in irgendeinen Roboter ein, dessen Funktion wir nicht kennen. Hm. Was war das denn? Damit habe ich nicht gerechnet. Moment, wer pumpt da das Wasser ab? Genau, ich habe es mühevoll da reingepumpt. Das geht mir vielleicht auf den Zeiger. Ephraim macht dies, macht das. Das nächste Mal kann er sich die blöde Linse sonst wohin stecken. Bala spielt auch mit. Verdammt, die Linse. Hey, Finger weg, Freundchen. Oh, Resident Rodan. Hallo? Mondra ist in Gefahr und ich spiele hier Spielchen mit irgendwelchen Robotern.
Und jetzt habe ich auch noch die Linse verloren. Ja, hast du.